So, ihr Lieben, heute haben wir Tag 12 von der 100 Days of Practice Challenge. Es ist der 12.01.2022. Ich muss schon aufpassen, dass ich mich nicht immer verzähle im Video. Es gibt heute einmal wieder etwas mit der Pipe. Oh Gott sei Dank, endlich wieder Pipe spielen. Ich finde das immer nervig, wenn ich mal 2 Tage nicht spielen konnte, weil ich wenig Zeit hatte. Das ist auch eins meiner neuen Tunes, die ich gelernt habe. The Armistice of 1918. Das ist auch ein Tune, den ich im Adult Gathering im Ordner fand. Und so in der letzten Stunde hatte ich halt den Lehrer dann gefragt, ob wir den mal durchgehen können, weil der hatte mir eigentlich ganz gut gefallen. Und ich finde den eigentlich so, um ihn ins Auftrittsrepertoire zu packen, eigentlich sehr hübsch, weil er sehr gut abgeht und ich denke auch mal bei Publikum ankommt, was nicht so viel Ahnung vom Dudelsackspielen hat oder von Dudelsackstücken. Und deswegen werde ich den jetzt erstmal auf der Pipe spielen. Aber es sind einige Stellen drin. Das ist hier ganz extrem, diese punktierte Tonleiter ab E hoch. Und das sind wirklich die Vierergruppen, fallen mir hier in diesem Tune besonders schwer, sie nicht rund zu spielen. Und ich zeige nachher auf dem Practice Center auch nochmal, wie ich die einzelnen Sachen übe. Aber jetzt erstmal der Tune auf der Pipe. Ein sehr schöner Tune, aber leider sind da Stellen drin, da passiert es mir immer wieder, dass ich mich da irgendwo vergreife oder zu lange überlege, was kommt als nächstes und dann eine kurze Note zu lang halte. So, aber jetzt zeige ich euch mal auf dem Practice Center, wie es weitergeht. So, dieser Tune, The Armistice of 1918, hat einige Verzierungen und einige schwierige Stellen. Schwierige Stellen sind zum Beispiel die Verzierungen, deswegen versuche ich die in diesem Tune besonders langsam zu spielen. So dass ich den Grip auch wirklich höre und auch Doublings zum Beispiel. Und jetzt im zweiten Teil zum Beispiel. Thank you.
Also nur mal zur Demonstration. Und so geht es dann eigentlich weiter, dass ich die Verzierung rankriege. Das zweite Problem sind diese punktierten Läufe. Das heißt, oftmals läuft man Gefahr, die wirklich sehr rund zu spielen. Da muss ich auch aufpassen. Ich mache das nämlich leider auch. Vor allem, weil auch gar keine Grace nun dazwischen sind. Das sind die alle. Die übe ich dann auch nochmal extra. Und auch ruhig nochmal nach Metronom. Man kann nämlich auch nach Metronom zum Beispiel eine punktierte Tonleiter spielen, dass man die ein bisschen besser hinbekommt, diese Punktierungen. Nämlich oftmals ist das schlechte Spielen von Punktierungen liegt oftmals nicht so unbedingt an den langen Noten, sondern sehr viel auch an den kurzen Noten, die zu lang gehalten werden. Also ich stelle mir zum Beispiel das Metronom ein, stelle zum Beispiel auf 60, das ist jetzt super langsam, auf 4 Viertel und fange zum Beispiel an, ich fange jetzt mal mit Low A an. Da hat man auch schon gehört, dass der Anfang gut war, aber plötzlich war eine kurze Note zu lang, weil die Finger sich dann nicht so schnell bewegt haben. Also nochmal. 2, 3, 4. Jetzt ist natürlich die Frage, wo setze ich was? Wo setze ich die lange Note? Wo setze ich die kurze Note? Deswegen zeige ich das auch nochmal hier durchaus gerne in die Kamera. So, ich setze im Prinzip bei 4 Viertel, setze ich die lange und die kurze Note natürlich auf einen Schlag, logisch. Aber ich halte die lange Note so lange und spiele dann die kurze Note so, dass ich fast sage, bis es nicht mehr geht. Und dann kommt schon der nächste Schlag mit der nächsten langen Note. So, 1, 2, 3, 4. Mache ich es nochmal. 3, 4. Und man merkt auch ganz deutlich, wenn bei mir eine kurze Note zu lang ist, dann habe ich sie von der langen Note abgeknapst. Ich bin immer noch auf dem Schlag, aber die kurze Note ist lang und ich habe, damit ich immer auf dem Schlag bin, habe ich von der langen Note dann was abgeknapst. Und dieses muss aufhören. Man muss halt mehr die punktierten, lange, kurze Noten üben. Man kann nicht einfach sagen zu jemandem, ja, du musst hier länger halten. Das macht der auch wirklich. Aber das Problem sind die kurzen Noten und die sind sehr oft zu lang. So, und jetzt nehme ich mir nochmal das Notenblatt und jetzt zeige ich nochmal, wie das dann halt in dem Stück selber ist. So, die Punktierung, die mir schwer fällt, das ist die kleine Tonleiter von E zu High A. Also eigentlich dieses hier. Dann versuche ich das aber auch mal mit Metronom. 1, 2, 3, 4. Jetzt habe ich das halt ein paar Mal jetzt geübt. Muss ich natürlich den Tune auch entsprechend langsam spielen. Und dann würde ich ihn natürlich in Achteln zählen. Und so kann ich mir den Tune mal umschalten auf 8 Achtel. So. Ich hatte das, glaube ich, schon mal in einer meiner Videos gezeigt. Ich drehe es nochmal um, damit man das auch gut sehen kann. So, hier ist der 8 Achtel Rhythmus.
Und ich habe ihn jetzt auf 80 gestellt, weil 8 Achtel und 60 ist natürlich extrem lang. Aber wenn ich das jetzt danach spiele, da kriege ich die Punktierung natürlich viel besser hin. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Ich habe auf der 4 und angefangen, weil ich einen Auftakt von einer Achtel habe. Ich habe hier diverse Punktierungen, die ich, wenn ihr das mit meinem Pipe-Vorspiel vergleicht oder auch mit vorher, die ich durch diese Achteleinstellung jetzt wesentlich besser hinbekommen habe. Und so übe ich das Stück und übe einerseits die Verzierung langsamer zu nehmen, dass die Fingerbewegungen klar sind, und ich versuche das Stück auf 8 Achtel zu üben, aus dem Grund, dass ich jetzt die Punktierung besser hinbekomme. Also, wir sehen uns morgen, und dann muss ich mal sagen, ich muss mal für die Competition am 5. Februar üben, dann wird es jetzt einige Competition-Tunes von mir geben. Bis dann!